Nur eine Autostunde von Chemnitz entfernt, bekommt auch die kleine Stadt Meißen die politischen Auswirkungen zu spüren. 8 Jahre lang war Frank Richter in der politischen Bildung in Sachsen engagiert. Jetzt will er in Meißen Oberbürgermeister werden. Auf den Marktplatz der Stadt gibt es nur ein Thema, die jüngsten Ereignisse in Chemnitz. Ja, obwohl wirklich normale Leute dort wohnen. Es wurde alles in die rechte Ecke gestellt. Ich sage, und da habe ich gesagt, ich habe die DDR mitgemacht. Und das, was jetzt zurzeit ist, ist DDR. Fast 3 Jahrzehnte nach der deutschen Wiedervereinigung scheint der Osten Deutschlands immer noch von seiner kommunistischen Vergangenheit eingeholt zu werden. Irgendwo mitten durch Deutschland geht eine theoretische Grenzlinie zwischen Ost- und Westeuropa. Ich weiß nicht, wo genau diese Grenzlinie liegt, aber ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, dass Teile Ostdeutschlands kulturell, politisch, sozial, auch historisch, doch eher so ticken wie Polen und Ungarn oder andere Länder im Osten. Sehr homogene Bevölkerung, sehr kulturidentitär, ohne diese Liberalisierungs-, Pluralisierungs- und Amerikanisierungswellen, die über Westeuropa hinweggegangen sind. In Meißen hat bei der letzten Bundestagswahl fast jeder Dritte für die fremdenfeindliche AfD gestimmt, obwohl die Stadt einen der niedrigsten Ausländeranteile in Deutschland hat. Dennoch gibt es in Meißen dieses Schandmal. Vor 3 Jahren wurde hier ein Flüchtlingsheim angezündet. Während wir draußen reden, bemerken wir einen ehemaligen Funktionär der rechtsextremen NPD, der gegenüber wohnt. Mirko Schmidt gibt zu, dass er die Brandstifter in der Nacht vor dem Anschlag traf. Die Debatte ging ja damals nicht, dass die hier reinkommen. Es ging darum, dass der Landrat damals versprochen hat, mit allen Anwohnern zu reden, wenn irgendwo so was passiert. Und das ist ihnen nie passiert. Wir haben aus der Zeitung erfahren, dass 4 Wochen später hier Asylantenheim aufgemacht werden sollte. Und das ist natürlich, das geht nicht. Das ist Na gut, aber das berechtigt natürlich niemanden, dort irgendwie ein Feuer anzuzünden. Ja, das war Schwachsinn. Das ist doch. Ja, Schwachsinn, das ist mehr als Schwachsinn. Der Angriff kostete meistens seinen Ruf. Das sei aber nur ein Symptom für politische Fehler, sagt Richter. Das entschuldigt natürlich keinen Brandanschlag, aber das erklärt sozusagen noch mal ein Stück Empörung. Mangelnde politische Kommunikation. Und das scheint mir ein Grundproblem zu sein. Die Sachsen sind stolz auf ihre Tradition, aber misstrauisch gegenüber Veränderungen von außen. Und viele sagen uns, Chemnitz könnte überall passieren. Sachsen hat ein Problem. Zumindest darin ist man sich hier einig. Es sind die Regionalwahlen in Bayern und Hessen und die Europawahlen im nächsten Mai, die zeigen werden, ob dieses Problem ein deutsches, gar ein europäisches ist.